Hallo und willkommen zurück zum neuen Video. Heute, liebe Freunde unserer Wildtiere, liebe Studierende, wieder mal eine kleine Buchvorstellung, kleine Buchempfehlung. Ihr wisst ja, wir haben uns vorgenommen, alle Wochen mal einiges an Literatur zu empfehlen, und zwar jetzt nicht um in Literatur, was zu irgendeiner Lehrveranstaltung unbedingt gelesen sein will oder was im Grunde irgendwelcher Prüfungsstoff ist, nein, ganz entspannt Literatur mal zum Lesen für jemanden, der oder die Interesse einfach an einem Gebiet hat, und zwar vertieftes Interesse hat, mehr als wir eigentlich in der Lehrveranstaltung oder hier in den Videos auch bieten können und wollen. Und dazu muss man einfach manchmal lesen. Ich weiß, Lesen ist nicht mehr so ganz up to date heute. Also viele jüngere Menschen lesen weniger gern, gucken lieber Videos, informieren sich auf anderem Wege. Ich weiß auch, dass viele junge Leute so in Gymnasiumsalter oder Studienalter in ihrem Leben manchmal noch gar kein Buch gelesen haben, sind alles Dinge, die bekannt sind. Trotzdem macht Lesen sicherlich Sinn und macht vor allem auch Spaß. Und heute geht es um 5 interessante Bücher zum Wolf. Es ist sicherlich so, dass wir viel mehr interessante Bücher zum Wolf haben als diese 5. Deshalb hat es etwas Mühe gemacht, auch genau diese 5 rauszusuchen, um mich auf diese 5 zu begrenzen. Aber ich glaube, das sind eigentlich ganz spannende Werke, von denen eigentlich jedes für sich eine bestimmte Bedeutung hat und für eine bestimmte Aufgabe und bestimmte Menschen auch geeignet ist. Ich fange einfach mal an mit was ganz Klassischem. Und zwar von Durward Allen, Wolves of Menong. Wolves of Menong mag vielleicht dem meisten auf den ersten Blick nichts sagen. Wenn wir aber wissen, dass unter dem Begriff Menong eigentlich die Bezeichnung der indigenen Menschen für die Isle Royale gemeint ist, dann mag dem einen oder anderen jetzt plötzlich ein Licht aufgehen. Isle Royale, da war doch was. Ja, genau, das war dieses ökosystemare Experiment in den 1940er Jahren. Ganz wichtig für die ökologische Forschung mit Großpredatoren. Die Situation war die, dass in einem harten Winter ein Rudel Wölfe vom Festland über das Eis auf diese Insel gewandert ist, wo dort Elche lebten. Die Elche hatten sich sehr stark vermehrt, hatten auch durchaus sehr starken Einfluss auf die Vegetation auf dieser Insel. Und Allen beschreibt in diesem Buch letztendlich die Konsequenzen, die dann dieses Einwandern der Wölfe auf diese Insel zur Folge hatten. Also von daher, Wolves of Menong ist ein Klassiker, ist ein altes Buch. Wann ist es rausgekommen? Ich schaue gerade mal nach. Hier finden wir es. Ja, 1979, Copyright, also nichts Aktuelles, absolut Neues, aber 99% der Wissenschaft ist eigentlich altes Wissen und nur ganz, ganz wenig ist neues Wissen, muss man immer wieder sich vergegenwärtigen. Und ich sag mal, 95% von dem, was hier drin steht, mindestens, ist heute noch genauso aktuell, wie es vor 70 Jahren, als dieses Wolfsrudel auf die Isle Royale wanderte, oder in 1970er Jahren, als das Buch geschrieben wurde, relevant war. Ja, das nächste, was ich gerne vorstellen möchte, ist ebenfalls ein Klassiker von David Mech. David Mech hat einen Klassiker geschrieben, heißt Der Wolf, Ökologie und Verhalten, oder ist eigentlich auch ein englisches Buch, es heißt The Wolf, Ecology and Behavior, und ist für Nordamerika das Standardwerk über den Wolf. Mech ist im Grunde in Nordamerika der Grand Seigneur der Wolfsforschung. Und ich sag mal, in Europa hat so ein bisschen Henrik Okama diese Rolle. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dieses Buch, The Wolf Ecology and Behavior, ist auch unbedingt lesenswert. Auch das ist ein sehr altes Buch. Ich bin gar nicht sicher, ob es überhaupt aktuell noch aufgelegt ist. Aber ihr kriegt es auf jeden Fall auch preiswert und antiquarisch. Für wirklich wenig Geld. Ganz spannendes Wissen. Das dritte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist ein deutschsprachiges, und zwar eigentlich ein deutscher Klassiker. Auch das ein uraltes Buch, auch das aus den 1970er Jahren, hier als Taschenbuchausgabe, Erik Ziemen. Erik Ziemen, Der Wolf, Mythos und Verhalten, ist auch so richtig schön mit so Bildtafeln noch zwischendrin, dazwischen ist dann wieder Text, also so richtig old-fashioned. Dann gibt es eine Menge
auch sehr, sehr eindrucksvoller Zeichnungen von Ziemen gerade hier drin, die sich im Grunde mit Verhaltensweisen des Wolfes beschäftigen. Die sind vielleicht dem einen oder der anderen bekannt. Ja, auch ein Klassiker. Ziemen wird ja heute von manchen Menschen so ein bisschen mit Zurückhaltung empfohlen oder diskutiert. Man sagt, er habe seine Experimente eben ausschließlich in Gehegen gemacht und in der Natur und der freien Wildbahn sähe das ganz anders aus. Naja, auf der einen Seite gibt es bestimmte Dinge, gerade so Grundverhaltenselemente, die lassen sich natürlich im Gehege genauso gut oder sogar besser als in freier Wildbahn erforschen. Im Gegenteil, wir brauchen eigentlich auch immer wieder Gehegeversuche, um viele Dinge, die wir draußen sehen, richtig einordnen zu können. Und dass da vielleicht Sozialstrukturen in diesen Wolfs-Communities, die Ziemen im Gehege gehalten hat, herrschten, die vielleicht nicht immer eins zu eins in der Natur vorhanden sind, mag stimmen. Aber die Tiere haben natürlich diese individuellen, grundlegenden Verhaltensweisen genauso wie in der Natur. Also von daher, Ziemen ist nach wie vor aktuell und Ziemen ist auch nach wie vor und unbedingt lesenswert. Er ist leider vor einigen Jahren verstorben. Ja, das waren die historischen und antiquarischen Empfehlungen. Jetzt komme ich zu zwei aktuellen Büchern. Da habe ich auch sehr lange überlegt. Ich bin jetzt bei zwei Empfehlungen gelandet. Das eine ist dieses kleine Buch hier, ist herausgegeben in Südtirol. Und der Herausgeber ist Heinrich Augenthaler. Augenthaler hat eine Vielzahl von Autoren gebeten, zu einzelnen Fragen Stellung zu nehmen. Es werden hier in diesem Buch ganz gezielt insgesamt, wie viel haben wir, 93 Fragen zum Wolf beantwortet. Das geht los, wie viele Wölfe gibt es aktuell im Alpenraum und in Europa, beantwortet von Christine Miller. Es geht um die Frage zum Beispiel, wo leben Wölfe, beantwortet von Klaus Hackländer. Wie weit wandern Wölfe, beantwortet von Wolfgang Schröder. Was und wie viel fressen Wölfe, das habe ich selber was zugeschrieben. Bis hin zu, was ist die Wolfskrankheit des Menschen, von Armin Deutz, einem Tierarzt. Also von verschiedenen Autoren verschiedene Fragen beantwortet, konkrete Fragen beantwortet. Der Titel eben Wolf, der Wolf im Visier, der Titel klingt etwas martialisch, so martialisch ist dieses Buch nicht, ist eine sehr schöne, sachliche Antwort auf spezielle Fragen. Der Nachteil, muss man auch sagen, ist so ein bisschen natürlich, dass so der einzelne rote Faden fehlt etwas. Das heißt also, dadurch, dass eben sehr viele verschiedene Autoren sind, werden eben manche Begriffe dann auch mal unter Umständen in geringfügig anderer Weise verwendet. Das ist vielleicht nicht so schön, aber im Großen und Ganzen ist das ein Buch für jemanden, der sich schnell informieren will, der nicht lange lesen will und der eine knappe Antwort auf eine klare Frage braucht. Ja, das fünfte Buch, was ich heute noch zeigen möchte, ist dieses hier. Das ist von Okama. Ich selber habe daran auch mitgewirkt. Handbuch Wolf. In diesem Handbuch Wolf steht im Grunde alles drin, was in dem Buch, was ich eben gezeigt habe, auch drin steht oder fast alles. Aber noch viel mehr. Es ist im Grunde ein ganz grundlegender Überblick, im Grunde eine Art Standardwerk, das im Grunde mit dem Ökosystem, in dem Wölfe leben, mit der Verbreitung sich beschäftigt, das sich mit der Biologie der Wölfe beschäftigt, Morphologie und Anatomie, Verhalten, das dann aber auch einen sehr umfangreichen Teil zum Management, speziell auf den deutschsprachigen Raum bezogen, aufweist. Und hat auch einen Teil Mensch und Wolf, da geht es natürlich dann um das Mensch-Tier-Verhältnis, um die besondere Rolle, auch um die Mystik, die der Wolf natürlich beim Menschen immer spielt. Und wir wissen ja, dass Wölfe für Menschen ganz besondere Tiere sind, dass auch der Wolf und der Haushund jeweils ganz spezielle Emotionen beim Menschen auslösen. All das ist hier im Grunde einmal sehr knapp zusammengefasst, wie gesagt, Henrik Okama. Ich glaube, ich brauche Ihnen nichts weiter zu ihm zu sagen. Er ist eigentlich der Grand Seigneur der europäischen Wolfsforschung. Etwa das, was mich in den USA ist Okama hier in Europa. Und er hat ein jahrzehntelanges und intensives Wissen aus seinen Forschungen, vor allen Dingen auch im Berowescher Nationalpark, gesammelt. Und auch das Buch ist für jemanden, der sich mit dem Thema Wolf heute beschäftigt, eigentlich ganz wichtig. Gut, ich hatte ja schon gesagt, es gibt noch viele andere Bücher mehr. Ich möchte mich heute mal auf die fünf beschränken und wer Interesse hat, wer einfach mehr
erfahren möchte, als wir nur in der Lehrveranstaltung bringen können oder als man so gemeinhin nur aus den sozialen Medien erfährt, der oder die sei im Grunde auf solche Bücher einfach mal verwiesen. Und wie gesagt, die meisten Älteren gibt's auch antiquarisch und damit auch bezahlbar. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr auch bis jetzt dabei wart. Wir haben ja noch eine Verlosung von dem Handbuch Wolf. Also wer noch die Gelegenheit nutzen will, jetzt kann man noch Kommentare unter das entsprechende Video schreiben. Das war das Video, soweit ich mich entsinne, wo es um 10 Behauptungen zum Thema Wolf ging. Und wer noch die Chance haben will, so ein Buch zu gewinnen, der kann jetzt noch eine Kommentar darunter schreiben. In den nächsten Tagen oder 1-2 Wochen werden wir sicherlich die Verlosung auch durchführen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.